Hallo, liebe Zuschauer. Jeder dritte von euch hat eine Erkrankung, die ihr möglicherweise nicht merkt, aber die euer Leben verkürzen und dramatisch verschlechtern kann. Bluthochdruck wird häufig als, naja, Blutdruck halt abgetan, aber das ist ein fataler Fehler. Das ist aber ein außergewöhnlich netter und positiver Start geworden. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Das letzte Bug-Video hat mich an meine Grenzen gebracht und ich habe zwar gesagt, dass ich das noch zu Ende gucken werde, aber ich habe mich zwischenzeitlich doch dagegen entschieden. Ich ertrage die beiden Herren einfach keine Sekunde länger und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob eine zweite Folge zu dem Video noch etwas bringen könnte. Stattdessen möchte ich mich noch ein bisschen mit Sören Schumann und vor allem mit Professor Thomas Rau beschäftigen. Ich habe von ihm eine sehr interessante E-Mail bekommen und das müssen wir unbedingt besprechen. Aber zuerst noch zum Thema Bluthochdruck. Bitte schaut euch das erste Video an. Ich werde es hier oben und unten in der Beschreibung verlinken. Es ist wirklich sehenswert und überhaupt nicht so langweilig, wie man das denkt, wenn man Bluthochdruck hört. Wenn man den Blutdruck findet, das sei gefährlich, dann muss man die Ursache finden, nämlich diese Sundhaftigkeit des Gewebes. Nur zur Erinnerung, er denkt, dass hohe Blutdruckwerte durch eine Art Sulze im Gewebe entstehen würden, die die Sauerstoffdiffusion verhindert. Das ist falsch. Ich habe im ersten Teil sehr detailliert erklärt, warum. Die Übereiweißung, die Übersäuerung, die Verengung der Kapillaren, das muss man angehen. Und dann braucht der Körper seinen hohen Druck nicht mehr. Meine Patienten, wenn wir sie stoffwechselmäßig diese Ursachen beseitigen, das braucht 6 Wochen oder vielleicht beim chronischen Hypertoniker 12 bis 18 Wochen, aber in einigen Monaten ist das beseitigt. Darum sage ich, Hypertonie ist easy. Für uns, das ist einfach zu behandeln. Ich würde das ein wenig umformulieren. Hypertonie ist nicht einfach zu heilen, aber leicht zu ignorieren. Wenn ein Patient durch unterlassene Behandlung in 10 Jahren einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erleidet, wird Herr Rau einfach die Hände heben und behaupten, er könne nichts dafür. Das Gemeine an Blutdruck ist, dass er nicht wehtut. Ich sage leider, weil man ihn ganz sicher ernster nehmen und behandeln würde, wenn er Schmerzen verursachen würde. Stattdessen schädigt er heimlich, still und leise das Gefäßsystem und das Herz. Und man bemerkt es erst, wenn es bereits zu spät ist. Ja, klingt alles sehr, sehr logisch und nachvollziehbar. Jetzt wäre ja noch die Frage oder sehr spannend, noch mehr in das Thema Ursachen für hohen Blutdruck einzusteigen. Wir haben jetzt verstanden, es ist ja ein sehr intelligenter körperlicher Mechanismus, den er zu dem ergreifen muss, weil verschiedene Ursachen vorliegen. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber ja, interessant wäre zum Beispiel, das auf so ein paar einfache, greifbare Themen, ja, noch runterzubrechen, wie zum Beispiel Thema Fehlernährung, Thema Nährstoffmenge. Allein schon Magnesium spielt da, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Thema Toxinbelastung, einfach, dass diese Gefäße immer steifer werden oder dort Ablagerungen sind. Könntest du da vielleicht noch so ein paar praktische Hinweise geben, was so aus deiner Sicht da die wichtigsten Faktoren sind, die dann einen Bluthochdruck zur Folge haben? Ich habe euch ja schon im ersten Teil erzählt, dass wir die genaue Ursache einer Blutdruckkrankheit in etwa 95% der Fälle nicht kennen. Wir kennen aber sehr wohl die Risikofaktoren, die die Entstehung der Krankheit begünstigen. Erbliche Veranlagung, Übergewicht, Bewegungsmangel, hoher Salzkonsum, hoher Alkoholkonsum, eine ungesunde Ernährung mit zu wenig Obst und Gemüse, Rauchen, Stress, höheres Alter und auch ein paar bestimmte Medikamente. Mal gucken, wie viele die Herren erwähnen werden. Ja, das sind verschiedene Faktoren. Die sind sogar wissenschaftlich alle schön erwiesen. Nur hat leider die Pharmaindustrie hat da nicht große Interessen, dass die Kenntnisse darüber zu groß rauskommen, weil wo kämen wir hin, wenn keine Antihypertensiva mehr gebraucht würden? Komischerweise sind die Risikofaktoren dennoch bekannt und diese zu beheben, bedarf es keiner Produkte der Pharmaindustrie. Für seine Verkaufsstrategie ist es aber natürlich unerlässlich, einen Feind zu generieren. Und einfacher als das geht es auch nicht. Die Pharmaindustrie steckt dahinter. Das wird nie langweilig. Vor allem, weil der Vorwurf häufig von Menschen kommt, die alternative Dienstleistungen verkaufen wollen.
Wenn man in der Klinik von Herrn Rau behandelt werden möchte, muss man erstmal 5.000 Schweizer Franken Vorauszahlung leisten und dann jede Woche erneute Zahlungen tätigen. 5.000 Geld als Eintritt. Nicht schlecht. Also, die Ursachen sind erstens in der Ernährung. Wir essen, der Durchschnittsmensch isst zu viel Eiweiß. Deutlich mehr, etwa das 2- bis 3-fache mehr, als was er überhaupt täglich, Eiweiße sind sehr gut und notwendig, verarbeiten kann. So haben wir das Phänomen, dass der Körper in eine Übereiweißungssituation kommt. Eiweiße bestehen aus Aminosäuren. Aminosäuren sind Grundbestandteil der Eiweiße. Säuren. Man kommt also auf eine Überaminosäuerung. Die empfohlene Zufuhr an Eiweiß für einen erwachsenen Menschen unter 65 Jahren beträgt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ein 80 Kilogramm schwerer Mensch braucht also 64 Gramm am Tag. Es wird empfohlen, dass man nicht mehr als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine am Tag zu sich nimmt, also 160 Gramm für einen 80 Kilogramm schweren Menschen. Und das hat mehrere Gründe. Unter Berücksichtigung von individuellen Schwankungen und der unterschiedlichen Verdaulichkeit des Proteins wurde für Erwachsene ein Bedarf von 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag festgelegt. Das ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aus dem Jahr 2000. Diese entspricht etwa einem Energieanteil in der Nahrung von 8 bis 10%. Obwohl schädigende Wirkungen einer überhöhten Proteinzufuhr nicht direkt nachgewiesen wurden, können negative physiologische Effekte mit steigender Proteinzufuhr auftreten, die insbesondere zu einer starken Belastung und Schädigung der Nieren führen. Darüber hinaus geht eine hohe Aufnahme von tierischem Protein meist gleichzeitig mit einer hohen Zufuhr von Fett und Cholesterin einher. Deshalb werden als obere Grenze der Proteinzufuhr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag für Erwachsene empfohlen. Über 90% der Menschen bleiben unter diesem Wert. Er sagt aber, dass der Durchschnittsmensch 2-3 Mal so viel Eiweiß essen würde, als was man überhaupt verarbeiten kann. Was heißt aber überhaupt verarbeiten? Der Durchschnittsmensch isst mehr Eiweiß, als er unbedingt braucht. Aber diese Menge können sehr wohl und locker verarbeitet werden. Eiweiß ist letzten Endes doch nur Nahrung und wird verdaut und dann in Energie umgewandelt. Eine Überaminosäuerung ist übrigens vielleicht die einzige Behauptung, die ein noch größerer Quatsch ist als die Übersäuerung. Ich habe dazu vor ein paar Jahren ein schönes Video mit einem coolen Experiment gemacht. Ihr solltet das mal angucken. Link unten. Und hier oben auch natürlich. Diese nicht mehr verwendbaren, verarbeitbaren Eiweiße, man kann täglich nur, so der normale Mensch wie wir sind, kann vielleicht 50, offiziell heißt 45, vielleicht 60 Gramm Eiweiß pro Tag für Zellaufbau, für Fermente, für Enzyme, für weiß ich was alles im Körper verwenden. Das ist schon ziemlich wenig und es heißt ja nicht, dass man nur so viel Eiweiß verwenden kann. So viel Eiweiß braucht man zumindest. Falls man zu viel isst, wird Eiweiß wie gesagt als Energieträger benutzt, hat ja etwa, denke ich, 4 Kilokalorien pro Gramm Energie in sich. Alles, was wir Eiweiße brauchen, sehr wichtig. Der Rest wird aber nicht einfach ausgeschieden, sondern deponiert. Und man macht im Körper sozusagen die Reservehaltung. Die Eiweiße gibt man hier und hier gibt man sie einfach hin. Und wo ist das Einfachste? Die Zwischenzellsubstanz. Wir haben schon im ersten Videoteil gesehen, dass der Herr nicht mal die Basics versteht. Das ist wieder ein schönes Beispiel dafür. Eiweiß wird also überall, vor allem in der extrazellulären Matrix gelagert. Das ist falsch. Der menschliche Körper ist nicht in der Lage, Ernährungsproteine zu lagern. Diese werden entweder als Aminosäuren in der Proteinsynthese verwendet oder verstoffwechselt. Aus Aminosäuren wird Traubenzucker, also Glucose und/oder Fett.
Bei sehr hohen Aufnahmemengen kann es sogar dazu kommen, dass man das überflüssige Eiweiß durch die Nieren ausscheidet, was die Nieren belastet und zum schaumigen Urin führt. Wenn jemand ständig wahnsinnige Mengen an Eiweiß essen würde, könnte er durchaus einen Bluthochdruck entwickeln, aber nicht durch eine Übersäuerung oder Versülzung des Gewebes, sondern durch Fettleibigkeit und Nierenschäden. Zweitens, die Eiweiße werden ins Gewebe deponiert, also Mülldeponie sozusagen, aber es ist nicht Müll, es sind immerhin Eiweiße und die werden ins Gewebe eingelagert. Und dieses Gewebe hat dann eine erhöhte also eine verminderte Durchlässigkeit oder eine erhöhte Viskosität. Und das ist das Zweite. Diese erhöhte Gewebsviskosität, die man manchmal sogar erfühlen kann, die macht, dass der Sauerstoff weniger an die Zellen kommt und auch die Zellen halt weniger versorgt werden. Ja, sowas existiert nicht. Punkt 1. Eiweißmoleküle werden nicht gelagert. Punkt 2. Eine schlechtere Sauerstoffversorgung durch ein Diffusionsproblem würde nicht zu erhöhtem Blutdruck werden, sondern zu einer Atrophie des Organs führen. Ich habe das ausführlich auch im Teil 1 schon erklärt. Falsche Annahmen und daraus falsch abgeleitete Konsequenzen. In dieser Erzählung gibt es nicht mal eine einzige Sache, die stimmt. Zu mir kommen die Patienten, die haben Hypertonie, Entschuldigung, hoher Blutdruck. Und ich sage denen, jetzt hört einfach auf mit Fleischprodukten und also mit tierischen Eiweißen. Insbesondere aber die Kuhmilchprodukte sind sehr wichtig, wegen der darin Wachstumsfaktoren. Diese einmal reduzieren und dann wird die Situation schon deutlich besser. Und tatsächlich, Die Evidenz dafür, dass eine vegane Ernährung zu niedrigeren Blutdruckwerten führt, wächst tatsächlich. Einerseits zeigte die Epic Oxford Studie, die mehr als 10.000 britischer Teilnehmer umfasste, dass Veganer die niedrigste und Fleischesser die höchsten Blutdruckwerte hatten. Ähnlich ergab sich bei willkürlich ausgewählten Teilnehmern aus der AHS2-Kohorte, die fast 100.000 Adventisten in Nordamerika umfasst, dass Veganer und Vegetarier niedrigere Blutdruckwerte aufweisen als Fleischesser. Damit ist es bewiesen, oder? Er hat doch recht. Nein, seine Erklärung ist trotz allem falsch. Lest bitte weiter. Bemerkenswert ist, dass in beiden Studien die Anpassung an den BMI die Stärke dieser Befunde verringerte. Warum könnten Veganer wohl niedrigere Blutdruckwerte haben? Warum wohl? Lasst uns bitte nochmal einen Blick auf die Risikofaktoren für Bluthochdruck werfen. Wer von euch hat schon mal einen Veganer getroffen? Das sind meistens Menschen mit schlanker Statur, die sich aktiv mit Gesundheit auseinandersetzen, viel Obst und Gemüse essen, seltener Alkohol trinken und rauchen und sich in der Regel mehr bewegen als der Durchschnittsbürger. Kein Wunder also, dass sie seltener mit Bluthochdruck zu kämpfen haben. Obwohl radikale Ernährungsformen wie Veganismus medizinisch nicht empfohlen werden können, könnten wir tatsächlich von Veganern oder noch besser Vegetariern einiges lernen. Sie machen einiges schon richtig. die Magensäure ist bei vielen Patienten zu stark, die Magensäure, weil sie eben übersäuert sind. Und der Körper versucht dann, die Säure auszuscheiden. Was macht er? Wo kann er am besten Säure ausscheiden? Wegen der Übersäuerung des Körpers, des Gewebes. Er schüttet einfach Salzsäure in den Magen aus. Und dann haben diese Patienten haben dann blöderweise vermehrte Magensäure. Das ist ein sehr schönes Thema für einen Gastroenterologen wie mich. Er behauptet also, dass der Körper die überflüssigen Säuren einfach in den Magen ausschütten würde. Lass mich bitte erklären, wie die Säure in den Magen kommt. Für die biochemische Synthese der Salzsäure in den Belegzellen sind Wasserstoffionen und Chloridionen erforderlich. Die Chloridionen entstammen der aufgenommenen Nahrung. Beispielsweise ist Kochsalz ein Lieferant von Chloridionen. Zudem wird in den Belegzellen Kohlensäure gebildet. Bei ihrer Reaktion mit Wasser entstehen die benötigten Wasserstoffionen.
Die für die Synthese der Salzsäure nicht benötigten Natriumionen aus dem Kochsalz und die Hydrogencarbonationen aus der Kohlensäure werden einfach in das Blut abgegeben. Die produzierte Salzsäure wird von den Belegzellen in den Mageninnenraum abgegeben und unterstützt dort die Verdauung der Nahrung. Salzsäure entsteht also erst im Magen. Nirgendwo könnte sonst Salzsäure entstehen und vor allem könnte sie nicht durch den Körper transportiert werden, um den Magen zu füllen. Es gibt einfach keinen Mechanismus, der für so eine Art Säuretransport vorgesehen wäre. Salzsäure könnte uns von innen zerstören, wenn der Magen nicht mehrere Schutzschichten hätte, die davor schützen würden. Es ist so ein gigantischer Unsinn, ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren sollte. Salzsäure entsteht erst im Magen. Alles andere wäre mit dem Leben nicht vereinbar. Sowas würde ein Mensch, der die Grundlagen der menschlichen Physiologie versteht, nie sagen. Eine Magengeschwüre oder Magenübersäuerung. Und dann gehen Sie zum Spezialisten, das ist ja der, der alles weiß, und der macht dann, der gibt Ihnen Säurehemmer. Diese H2-Antagonisten, oder die Protonenpumpenhemmer, also diese Medikamente, die heute ja gleich jedem Patienten verschrieben werden zum Schutz des Magens. Das ist absoluter Unsinn, weil damit wird die Säurerückstau im Körper, wird sie nur verschlechtert. Eine Säurerückstau im Körper gibt es nicht. Mensch, er denkt wirklich, dass die Magensäure überall entstehen und einfach in den Magen transportiert werden würde. Ich fasse es einfach nicht. Protonenpumpenhemmer oder PPI hemmen übrigens diese eine zelluläre Pumpe, die einzelne Wasserstoffionen in den Magen abgibt und die nach einer Reaktion mit Chlorid Salzsäure bilden. So entsteht Magensäure, erst hier im Lumen des Magens, nicht durch irgendwelche Ausschüttungen. Und bevor jemand das sagt, nicht mal diese einzelnen Wasserstoffionen werden irgendwo aus entfernten Körperteilen hierher transportiert. Diese werden in den Belegzellen aktiv und vor Ort hergestellt. Überflüssige Säure wird in Form von Kohlensäure und niemals als Salzsäure im Blut transportiert und durch die Lungen ausgeatmet. Das lernt man im ersten Semester. Und zu Sander, das waren so die Urpäpste der Übersäuerung und dieser Eiweißlehre. Die haben das schon in den 50er Jahren, also 1950 herum, 60, 70, haben die das schon alles bewiesen, ist nichts Neues. Ich denke schon, dass wir in den letzten 70 Jahren einige neue Erkenntnisse gewonnen haben. Man sollte aber vielleicht am Ball bleiben. Man hätte vielleicht im Studium besser aufpassen sollen und danach seinen Kenntnisstand ein wenig up-to-date halten sollen. Aber, tja, mit anständiger Medizin lässt sich nur schwer, wenn überhaupt, so viel Geld verdienen. Das Geschäftsmodell aus rein ökonomischer Sicht ist ja klasse, aber ethisch, moralisch und medizinisch sieht es anders aus. Und schauen Sie in toxikologische Bücher, was Cadmium macht. Es erzeugt hohen Blutdruck, es erzeugt Herzrhythmusstörungen, ebenso auch das Aluminium, welches das machen kann. Das sind toxische Belastungen. Ich habe zu dem Thema Schwermetalle schon ein ganzes Video gemacht und diese habe ich auch unten verlinkt. Angebliche toxische Einwirkungen sind in alternativmedizinischen Kreisen stets ein Thema, da man damit alles erklären und natürlich diverse Mittelchen zur Behandlung verkaufen kann. Für diese Behauptungen gibt es aber natürlich keine Evidenz. Dann hast du zusätzlich noch gesagt, das sind die Transfettsäuren, diese schlechten Fette eigentlich, welche wir leider zu viel aufnehmen. Wir kommen wieder zu einem optimalen Verhältnis. Das optimale Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6, also von Omega-3 und Omega-6. Schlechte Fette sind zwar ungesund, sie sind jedoch nicht direkt für hohen Blutdruck verantwortlich. Sie begünstigen unter anderem die Entwicklung von Atherosklerose, also Gefäßverkalkungen. Hoher Blutdruck entsteht aber nicht durch verkalkte Gefäße. Eher ist es umgekehrt. Zu hohe Blutdruckwerte und die dadurch entstehende hohen Scherkräfte verursachen Mikroverletzungen an den Gefäßwänden, die die Ablagerung von Kalk und Fetten begünstigen. Sehr eng mit der Ernährung hängt ja auch das Thema Nährstoffversorgung zusammen und es ist ja leider nicht mehr in den Lebensmitteln das drin, was vielleicht vor 100 Jahren noch da drin war.
Und zum Beispiel wird ja gesagt, dass so Nährstoffe wie Magnesium oder auch Vitamin C, wenn die im Mangel sind, dass es auch ein Risikofaktor ist für Bluthochdruck. Ja, Magnesium und Vitamin C-Mangel gibt es so gut wie nicht. Viele denken das zwar, aber keiner hat's. Die nationale Fertsia-Studie 2 hat zwar ihre Limitationen, aber sie ist immer noch eine der besten Quellen, wenn es um solche Fragen geht. Und sie zeigt uns genau das, was ich auch sagte. Problematisch sind eher Folsäure, Vitamin E, Vitamin D, Ballaststoffe, hier falsch geschrieben, Eisen und Jod. Ach so, ja. Übrigens machen diese Mangelzustände auch keinen hohen Blutdruck. Ja, was hast du da für Erfahrungen gemacht oder achtet ihr auch auf spezielle Nährstoffe, die ihr besonders messt oder die ihr dann auch empfehlt den Patienten, wenn sie Bluthochdruck haben? Lass mich raten. Natürlich, unbedingt. Eine der besten Einnahmequellen sind Nahrungsergänzungsmittel. Darauf wird mit Sicherheit nicht verzichtet. Genau. Also sogar die kardiologische Welt, sogar die Spezialisten, 50 Jahre zu spät, kommen jetzt eigentlich, es ist ziemlich bekannt, dass Magnesium zum Beispiel bei Hypertonikern sehr gut ist. Lasst uns mal gucken, was die Wissenschaft dazu sagt. Die Einnahme von 500 Milligramm bis 1000 Milligramm Magnesium pro Tag könnte den Blutdruck um bis zu sensationellen 5,6-2,5 mmHg senken. Allerdings zeigen klinische Studien eine große Bandbreite bei der Blutdruckreduktion. Einige weisen gar keine Veränderung des Blutdrucks auf. Die Kombination aus erhöhter Aufnahme von Magnesium und Kalium gepaart mit reduzierter Natriumaufnahme ist effektiver bei der Senkung des Blutdrucks als die Aufnahme eines einzelnen Minerals und ist oft genauso wirksam wie ein Antihypertensivum bei der Behandlung von Bluthochdruck. Das Reduzieren von intrazellulärem Natrium und Calcium, während intrazelluläres Magnesium und Kalium erhöht werden, verbessert die Blutdruckreaktion. Magnesium steigert zudem die Wirksamkeit aller Klassen von Antihypertensiva. Dementsprechend hat Magnesium in der Praxis eine eher kleinere Relevanz. Ist nicht komplett falsch, bitte nicht falsch verstehen, aber etwas mehr zu behaupten, als was ich euch gerade vorgelesen habe, wäre auch nicht richtig. Vor allem mit Magnesium würde man keinen Blutdruckpatienten retten oder überhaupt einstellen können. Und ich habe Diabetespatienten Typ 2, also so einen einfacheren Typ. Wir geben denen Chrom, die Insulinverwertung in ihrem Körper wird verbessert und die Zucker normalisieren sich. Ja, Natürlich das gefällt nur ein. natürlich der Pharmaindustrie jetzt nicht so, wenn jetzt die Diabetiker dann einfach Chrom nehmen könnten, statt Insulinspritzen. Das wird ja weniger Geld dann damit verdient. Und ist nicht patentierbar, Chrom. Ich habe euch in einem der letzten Videos doch gesagt, dass kein Mensch auf die Idee kommen würde, vom zuckerkranken Patienten das Insulin wegzunehmen, oder? Von wegen. Ich kann es einfach nicht fassen. Na klar, einfach Chrom einnehmen. Ist den beiden Herren bewusst, dass sie mit der Empfehlung, statt Insulin zu spritzen, Chrom einzunehmen, Menschen umbringen können? Sind die beiden wirklich bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Ja, genau. Und ja, es ist natürlich nicht nur, also wenn jetzt der Diabetiker zu mir kommt, ist es wirklich nicht nur Chrom, wo man Ja. einfach ein bisschen geben kann und dann wird's gut. So einfach ist es nicht. Das ist ein langer Prozess. Der Diabetiker, der muss auch andere Spurenelemente zu sich nehmen. Der muss die Insulinverwertung auch verbessern, indem er Insulinantikörper geringer hat. Insulinantikörper, damit meint er jetzt doch auch Typ-1-Diabetiker, deren Leben übrigens an Insulin hängt. Im Gegensatz zu Typ-2-Diabetikern, die eine Insulinresistenz haben, haben Typ-1-Diabetiker einen absoluten Insulinmangel. Deswegen gibt man Typ-1-Diabetikern nie Tabletten, sondern immer Insulin. Wenn er diesen Menschen von Insulin abrät, dann bringt er sie zu 100% um. Ich finde diese Äußerungen unfassbar gefährlich. Besser fühlen, bessere Verdauung, besseres Immunsystem und so weiter, bessere Leberfunktion. Und das heißt, wenn man sich auf diese Reise begibt, hat man eigentlich nur Vorteile und es wäre auf jeden Fall ratsam, langsam aber sicher von den Medikamenten, vielleicht mit professioneller Kontrolle, Betreuung, wie zum Beispiel bei euch in der Klinik,
davon wegzukommen, von der. Na klar, das hat nur Vorteile. Alles wird besser. Nur 5000 Schweizer Franken Eintritt und alles ist erledigt. Unverschämt ist das. Genau. Also, ich sage den Menschen nie, ach, diese Medikamente sind Unsinn, hört sofort auf, sage ich nie. Ach, na klar, zum Schluss muss doch noch die Selbstverteidigung kommen. Nee, er würde nie sagen, dass die Medikamente schlecht wären. Niemals. Ich habe für heute genug gesehen. Zum Brief sind wir gar nicht gekommen, das tut mir sehr leid. Aber im nächsten Video fangen wir gleich damit an, versprochen. Ich muss mir diesen Thomas Rau doch noch viel genauer angucken. Er scheint ein echtes Schwergewicht auf dem Markt zu sein. Und bevor wir uns im nächsten Video wiedersehen, könnt ihr in Erwägung ziehen, unserer eigenen Community hier auf YouTube oder auf Patreon beizutreten. Das hat nicht nur den Charme, dass ihr direkt mit uns in Kontakt treten und den Kanal unterstützen könnt, sondern ihr bekommt auch exklusiven Zugang zu unserem Podcast, in dem Franzi und ich spannende Themen besprechen. Überlegt's euch, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns bald wieder.